Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir wieder mal ein paar kleinere Aufträge. Also wir gehen eigentlich schon zu dieser Mission rüber, Map 10 Palin. Aber auf dem Weg machen wir noch ein paar kleinere Aufträge. Diese Kämpfe und Championships lasse ich mal aus. Ich habe es mal versucht, ich bin ziemlich schlecht darin. Irgendwie muss ich da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reinkommen mit den Faustkämpfen. Wahrscheinlich auch nicht so gut, wenn man gleich hier den Champion angreift. Wahrscheinlich eher einen anderen erst machen. Aber wie gesagt, wir machen kurz mal die zwei NCBD-Aufträge. Dann gehen wir hier weiter, machen die zwei. Oder die drei vielleicht. Und dann gehen wir hier endlich zur Hauptmission weiter. Au, shit, Alter. Um dann mal ein bisschen voranzukommen. Aber zuerst wollte ich hier hinten noch kurz schauen. Ja, aber da gibt es nichts Spannendes. Ne? Das sind einfach kleinere Leute. Können eigentlich kurz mal eine Seuchung starten. Eigentlich bloß, um kurz ein bisschen Saft mitzunehmen. Ansonsten gibt es ja hier, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir waren hier sogar schon mal. Die Kiste ist zumindest geöffnet. Genau. Das erste Rennen war ja in der letzten Folge ziemlich erfolgreich. Haben wir gut gemeistert. Von daher mal schauen, wie die nächsten Rennen werden. Wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Und vielleicht mehr mit Kämpfen oder gepanzerten Fahrzeugen mal schauen. Stuff. That hypo ain't gonna cut it. Das war ja mal was vom Einfachsten. Ein gezielter Schuss auf das explosive Fass. Und das war's. Da wir haben Bullen bei uns. Da vorne ist einer. War hier nicht gerade irgendwas? Nicht, könnten wir den auch leise zerstören oder nicht? Ich meine, das ist der einzige. Okay, ist es doch nicht. Es ist doch nicht, shit. Hätte ich lassen sollen. Gibt wahrscheinlich gleich ein paar Schutzwechsel. Oder auch nicht. Okay. Und ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die Bullen gleich abkreuzen. Aber wenn das nicht so ist, dann Glück gehabt. Nix drin. Schade, dass in den Autos nie was drin ist. Ich glaube, das Garagentor könnte man vielleicht öffnen. Mal schauen. Okay, der hat ein Gespräch und der hat ein Gespräch dabei. Okay.
Pamela Smith und Steve Zane. Wir wurden verarscht. Die Tigers wussten genau, wann und wo sie zuschlagen müssen. Wo hast du deinen Reifen machen lassen? Bei Frank. Finde alles über den raus. Kontakte, Gespräche, wo er sich seine Tech besorgt, alles. Verstanden. Frank Kaufmann und Misako Yoshida. So riskant, tut mir leid, das kann ich nicht machen. Doch, kannst du. Befestige einfach unsere GPS-Sender an ihren Wagen, das ist alles. Weißt du überhaupt, was für ein Risiko ich eingehen würde? Und dabei mehr Geld bekommen, als du sonst in einem Jahr verdienst. Wenn die das rauskriegen. Ich will die Kohle im Voraus und ich will bei den Tiger Claws aufgenommen werden. Geht klar, bring einfach die Sender von vor ihrer nächsten Tour an. Okay. War das hier da oben? Ist dann doch was im Auto? Dann war das wohl hier eine Autowerkstatt. Oder irgendwie sowas. Perfekt. Quick Hack Komponente und Money. Okay, die Garage kann man doch nicht öffnen, schade. Gibt's hier oben was? Oder was ist das Auto wahrscheinlich? Ja. Wahrscheinlich. Ne, da ist eine Kiste drin. Jetzt habe ich sie gesehen. Ein paar Klamotten. Alright, dann war das das. Lief ja ganz kurz. Und schnell, ne Mission. Nee. Aber kurz mal wieder ein Auto ordnen. Ein Delamain wieder. Vielleicht hat er wieder mal irgendwas Spannendes zu erzählen. Kostet Dell uns was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Minus 46 Euro Dollar. Good day. Wonderful to see you again, madam. If I may, could I ask what's up? To inquire of your general well-being and satisfaction using the services of the Delamain Network. You know how it is? Had my ups and downs. I see that your health has worsened recently. May I recommend seeking out professional medical assistance? This professional medical assistance, you suggest, can't help me. I understand, so I recommend taking further action. Is that bad, huh? Appreciate the advice, Del. Do my best to hang on and take further action. Wonderful to hear. Have a pleasant journey. Ja, wenn Del wüsste, was in uns vorgeht und was uns fehlt, dann würde er wahrscheinlich nicht so mit uns sprechen. Oder würde was anderes vorschlagen. Aber leider ist es nicht der Fall. Und der weiß leider gar nichts. Verseuchung. Das sind drei Leute, glaube ich. Deshalb Verseuchung und auch hier Verseuchung. Ihn da hinten. Wollte ich nicht. Da hinten noch jemand? Mal schauen. Wahrscheinlich zwar nicht mehr. Ah, die bleibt leider oben liegen, du.
up. No hard feelings. Come on out. Eigentlich wollte ich die... das Ding da in die Luft jagen. Wollte ich das machen. Zwei haben wir hier. Ein Bein oder irgendwie sowas. Einfach ein paar Körperteile, die hier rumliegen. Soll ich die lieber ausschalten, es gibt XP. Wer bist du denn? Im Gespräch zwischen Thomas Reed und Shiva Red. Komm schon, ernsthaft, das sind nur Träume. Ich weiß nicht. Ich habe Angst, dass sie dir was antun. Entspann dich, ich weiß, was ich tue. Niemand wird irgendwas mitbekommen. Hör einfach auf, ihre Daten zu klauen, bitte. Es ist zu riskant und ich brauche dich. Shiva, hör auf. Du weißt, dass wir das Geld brauchen für dich. Alles, was ich bisher aufgetrieben habe, findest du hier. Bitte. Ich muss los. Meeting. Okay, sei einfach vorsichtig. Ah, there is that. Begib dich zu Reds Versteck. Natürlich wieder mal so ein Auftrag, der ein bisschen weiter geht. Ah, shit. Das Versteck. Da oben. Euro-Dollar 2600. Noch eine Kiste. Mit alten Komponenten. Die. Sonst nix. Auch sehr spannend hier. Geht zum Beispiel dahin. Ah! Die Leitern kann man abschießen und dann kommt man da hoch. Aber gibt es jetzt hier oben irgendwas? Wahrscheinlich ja nicht. Wahrscheinlich bloß gut gewesen für den Hinterhalt. Ah ne, so ein Ding gibt's. Nice. Aber sonst nichts Spannendes. Mal schauen, was es auf der anderen Seite gibt. Was es da was gibt. Nee, gibt's nicht, aber... man kann hier übers Dach. Und besser gesagt, über die Rohre laufen. Um auf andere Dächer zu kommen. So kann ich hier nicht springen. So, das Spiel, denke ich, bei... ist einfach Markt unten. Ach, come on, ernsthaft. Dann schauen wir halt ganz kurz hier vorbei. Vielleicht hast du was Spannendes im Angebot. Ein Tech Revolver. Gut, eigentlich müsste ich die Waffen eher
Shit. Eher zerlegen. Ich zerlege die mal, damit wir ein bisschen Komponente bekommen. Sektor. Und ich muss halt doch wieder diese Dinge kaufen. Naja. Es war doof, dass ich das alles verkauft habe. Ein blauer Vivi-Sektor braucht man, um andere Sachen herzustellen, um die anderen Waffen. Also um die Slots aufzu. Na gut, dann halt so. Und weiße und grüne Dinge verkaufe ich einfach. Und hier können wir eigentlich auch ein paar Dinge verkaufen. Oder habe ich die zerlegt? Ich habe die, glaube ich, eher zerlegt. Ich glaube, das ist besser. Bringen wir für Quick Hacks. So. Dann gehen wir weiter. Nebenmission. Ne, wollte ich ja nicht, habe ich gesagt. Wir wollen ja immer noch zum Map 10 Palen. Da gibt es auch noch eine Tarot-Karte, die wir scannen können. Okay, das sieht weird aus und kompliziert. Mal schauen, hier vorne gibt es ein Bike. Das wir nicht stellen können, sehr schön. Sorry. Autos gibt es hier auch nicht. Dann wieder check ist Arch. Sorry, falsche Taste. Ich meine immer B ist Handbremse, dabei ist Handbremse was anderes. Ah, das ist da oben. Okay, das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu kompliziert. Oder? Ah ne, das kann man hier erreichen, dann halt so kommen. Okay, hier drüben ist Dogtown. Nicht unbedingt direkt reinfahren. Gut, könnte man theoretisch, aber nee. Wieso sollte man? Das war irgend so eine. Irgendwie so eine richtig. Ah shit, Selbstmord geht nicht, schade.
Sonst noch jemand? Irgendwas ist doch da immer noch rot. Na. Jetzt gibt es gerade ein bisschen viel zum Looten. Weil hier ziemlich viele Leichen sind. Speichern mal. Das war eigentlich ziemlich hart, aber die haben wir schnell ausgelöscht. Deshalb kamen solche Schüsse auf uns. Weil es da solche Geschütztürme gibt. Es ist mittlerweile so einfach manchmal. Einfach schon zu einfach. Sehr viel Euro-Dollar. Von dem ist nicht mehr viel übrig. Diese Dinge sind auch so cool. Schade, dass die nicht so wie in den Trailers wirklich rum waren. This ain't good. Na ja, so nebenbei noch kurz. Ich meine, das war's ja schon da drüben. Wo war's jetzt hier? Ein Gespräch. Zwischen Polen und Baxi. Yo, ich schick dir gleich die Bilder von den Generatoren. Okay, let's go. Hallo? Ich warte. Datei nicht verfügbar. Hier, hast du sie? Ja, warte kurz. Ich zeig sie dem Techie. Komm schon, Baxi. Die Tinos werden langsam sauer. Angespannte Stimmung hier. Yo, der Techie sagt, die Teile sind voll veraltet. Das sind nicht die Generatoren, die wir bestellt hatten. Was zur Hölle? Was soll ich jetzt machen? Du bringst die Ficker um? Die Scoop-Spackos wollen uns über den Tisch ziehen. Chum, bist du noch da? Hey Chum, hör mal. Was? Yo, tut mir leid, Chum. Der Techie hat gerade gesagt, dass er sich vertan hat. Hat's nochmal gecheckt. Das sind doch die richtigen Generatoren. Aber jetzt haben wir die Tinas schon umgebracht. Ach, scheiß doch auf die. Okay, so läuft das hier also. So, ist auch was Spannendes hier. Forever Young. Unser Job, Bugsy und Paul. Chum, wir machen den Boxclub-Job zusammen, richtig? Also du besorgst ein paar Generatoren, weil es da drin so finster wie in der Fotze von der Jungfrau ist. Schnapp. Sehr witzig, Chum. Wo soll ich perfekt nochmal Generatoren herbekommen? Chill mal, Alter. Ich hab's aus Versehen auf Senden gedrückt. Schnapp dir ein paar unserer Jungs und rede mit den Tinos. Hab gehört, die verkaufen ein paar zu einem fairen Preis und bezahlen sie mit echten Eddies, okay? Von den Tinos? Mit denen haben wir doch Stress. Jetzt nicht mehr. Bevor du die Generatoren von den Tinos kaufst, schick mir ein Bild von ihnen. Von den Tinos? Was zur Hölle? Chum, von den verfickten Tinos? Von den beschissenen Generatoren natürlich, du degenerierter Vollspast. Einmal mit Profis. Okay. Man merkt, die sind Profis am Werk. Richtige Profis. Was waren das eigentlich? Türsteher Animals. Na, 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 na
Das machen wir noch. Und den vielleicht auch noch. Und dann gehen wir zur Hauptmission. Mal schauen, wir sind bei 25 Minuten. Ist jetzt hier schon wieder los. Okay, wir mischen uns gleich hier rein. Aber erst in der nächsten Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.